Dann lass uns mal aufschlagen zum Hohelied Kapitel 2. Hoheslied Kapitel 2. Wir lesen gleich Vers 15. Und weil ich dran denke, ich kriege immer wieder Kommentare wegen dieses Hemdes, das ist schon ziemlich alt ist mittlerweile, aber kommt immer wieder jemand und sagt, interessantes Hemd, deswegen mache ich das jetzt mal so. Okay. Könnt ihr anschauen. Alles klar. Gut, wer will, der kann das dann anschauen im Video. Amen. Habt ihr in der Zwischenzeit Hoheslied Kapitel 2 gefunden? Hoheslied Kapitel 2, Vers 15. Ich lese euch, was da steht. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Also wenn deine Weinberge klar in Blüte stehen, du als eine Hoffnung auf eine fette Ernte hast, dann ist das Letzte, was du brauchst, Füchse, die da die Wurzeln ausgraben und die dafür sorgen, dass die Weinstöcke umknicken, schief stehen und zum Schluss eine Missernte haben. Amen. Wieso? Wer ist Weingärtner unter uns? Okay, heute, ja, prima, preis dem Herrn, okay. Alles klar. So ist es. Wie heißt meine Botschaft? Ich rede jetzt natürlich nicht über Weinbau, das könnte jemand anders ganz viel besser heute Morgen, sondern ich rede über etwas anderes. Und zwar heißt meine Botschaft heute Morgen Salomo, Sulamit, die kleinen Füchse und ein königliches Hochzeitsmahl. Oder wir können es auch abkürzen, wir können es anders nennen, Kleinigkeiten ruinieren Beziehungen. Damit können wir vielleicht noch mehr anfangen, gell, als mit dem ersten Titel. Kleinigkeiten ruinieren Beziehungen, ihr Lieben. Und pass mal auf. Ich habe im Herzen, dass der Herr heute Morgen Leuten einen Durchbruch schenken will in ihren Beziehungen, in ihrer Ehe, hört mal, und in anderen schwierigen Beziehungen einen Durchbruch. Der Herr will dir heute eine Salbung draufstreichen, ja, dass du mit Leuten besser auskommst und die mit dir besser auskommen. Da ist eine besondere Salbung dafür da und Gottes Kraft ist unterwegs in diese Richtung. Alles, was du jetzt tun musst, ist hören und dann tun, was gesagt wird. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und deut einfach nur auf ihn, der weiß dann schon Bescheid. Ja? Okay, um was geht's hier? Hier geht es um Salomo und Sulamit. Die beiden sind frisch verheiratet. Wer war auch schon mal frisch verheiratet? Also wer ist verheiratet hier drin in den anderen Worten? Okay, doch der eine oder andere, gut. Für diejenigen, die nicht verheiratet sind, ihr kriegt dann halt einen Vorteil jetzt, ja? Wenn ihr das macht, was ich euch jetzt sage. Okay, also Salomo und Sulamit, die sind also voll verknallt. Die lieben sich, das ist halt so wunderbar. Na, und Salomo fiebert dem Moment entgegen, an dem er endlich die Krone an den Kleiderhaken hängen kann und seine königliche Robe auch gleich mit und dann hinausspringen kann, unerkannt, so im Hirtengewand quasi oder im Weinbauerngewand und dann hinausgehen kann an den geheimen Ort, wo seine frisch Angetraute auf ihn wartet. Ja, und er fiebert also dem Moment schon entgegen. Das können wir alles nachlesen in Vers, sagen wir mal, 14. Meine Taube, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm, meine Taube, die in den Schlupfwinkeln der Felsen ist und im Versteck der Felsstufen, lass mich deine Gestalt sehen. Ja, jetzt kommt es wieder raus, ne? Lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt ist anmutig. Also der hat eindeutige Pläne mit seiner Braut hier. Und sie ganz genauso. Sie ist also, sie fiebert dem Moment auch entgegen. Ich lese es euch vor, weil, bevor ich das da erfinde. Also, wenn der Tag verhaucht, Vers 16. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der in den Lilien weidet. Wenn der Tag verhaucht und die Schatten fliehen, wende dich hierher, mein Geliebter, gleich einer Gazelle oder einem jungen Hirsch auf den zerklüfteten Bergen, auf Fränkisch, mach schon. Komm endlich, sie fiebern einander entgegen. Merkt ihr das? Sie fiebern einander entgegen. Und zwischen diesen Versen, zwischen Vers 13 und 14 und Vers 16 steht dieser Fuchsvers. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die uns die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Man muss jetzt wissen, ich weiß das, weil ich das gelesen habe, im Hohenlied, die Sulamit war Weingärtnerin. Sie hat also die Aufsicht über die Weinberge gehabt. Und sie ist jetzt natürlich im Weinberg und sie wartet, dass der Salomo jetzt endlich kommt. Und sie fiebern einander entgegen und endlich sind sie da und endlich liegen sie sich in den Armen. Und
Und es wird schon dämmerig und dunkel und es ist also eine herrliche Atmosphäre. Die Grillen zirpen, die Vögel zwitschern und die Lilien duften. Es ist super. Und da fällt dem Salomo auf, beziehungsweise der Sulamit fällt es erst auf. Du, da stimmt doch was nicht mit diesen Weinstöcken. Schau mal, der eine steht so und der andere so, die sind doch völlig schief. Liebling, lass mich mal ganz kurz, ich muss mal schnell die Weinstöcke anschauen. Und tatsächlich, ein Fuchs hat die Weinstöcke ausgegraben und jetzt sind sie schief. Salomo, Liebling, könntest du bitte kommen? Wir müssen den Weinstock wieder festtreten, damit der zum Schluss nicht die Blüten fallen lässt und wir keine Ernte davon haben. Und er hat natürlich vollkommen andere Sachen im Sinn, aber er weiß ja, das ist jetzt halt notwendig. Gut, ich komm schon, mein Herz, ja. Und sie hält das Ding gerade, den Weinstock, und er kniet jetzt auf dem Boden und patscht da im Dreck rum und schaut, dass er das Ding wieder festkriegt. Und dann sagt er zu ihr: Liebling, du musst das gerade halten, gerade ist so. Und sie sagt: Ja, Liebling, ich weiß, wie gerade ist. Na, zieh ein bisschen mehr an. Und sie zieht an den Weinstock und er klatscht da und er tut die Steine hin, weil die heizen sich am Tag auf. Und dann sind sie in der Nacht immer noch warm, versteht er? Das ist eine Heizung sozusagen, Fußbodenheizung für die Wurzeln des Weinstocks, weiß ich aus Frankreich. Da machen die das so, Bordeaux, wer hat schon mal von Bordeaux gehört? Wer hat schon mal Bordeaux getrunken? Kann ja sein, ja, der eine oder andere. Okay, und so sagt er: Liebling, du musst das Ding gerade halten. Und sie sagt: Du, ich halte das Ding. Nein, schau, gerade ist so. Also gut, wenn gerade so ist, dann gehe ich runter und klatsche den Weinstock wieder fest am Boden und du hältst gerade. Und Salomo sagt: Ja gut, darauf habe ich eigentlich nur gewartet, mein Herz, dass du sowas sagst. Du bist so intelligent und so schlau. Dann hält er das Ding gerade, ja. Und sie sagt: Liebling, das Ding steht in alle möglichen Richtungen ab, aber es ist nicht da, wo es sein soll. Und so geht es hin und her und hin und her. Und zum Schluss, ich spare euch jetzt einen Haufen, weil es ist nicht nur ein Weinstock, ihr Lieben, sondern es sind mehrere, weil hier heißt sogar Weinstöcke und Weinberge. Also nachdem Sulamit fertig ist mit einem Weinberg, sieht sie, dass der andere auch Behandlung braucht. Salomo, würdest du bitte? Und er sagt: Will ich. Und dann stellt er fest, seine Hand war schmutzig, jetzt hat er den Dreck auch noch im Gesicht. Nachdem er sich die Stirn abgewischt hat und es läuft irgendwie überhaupt nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Bei wem ist es auch schon mal überhaupt nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat? Eine Person, zwei, okay, gut. Wir brauchen diese Botschaft ganz dringend. Ich sehe schon, dass der eine oder andere von uns zur Wahrhaftigkeit durchdringt. Ja. Okay. Zum Schluss ist es auf jeden Fall so, dass er sagt: So, jetzt sind wir fertig, Sulamit. Und es ist mittlerweile wahrscheinlich 5 am Morgen, ja. Und sie steht so da und schaut auf den Boden. Und er steht so da und schaut. Und sie versuchen miteinander zu reden, aber es haut irgendwie nicht so ganz hin. Und er versucht, sie zärtlich um die Taille zu fassen. Und was macht sie? Sie macht so. Jeder weiß, was das bedeutet, oder? Ne, du weißt es nicht. Fragt einen Mann, der weiß es. Oh mein. Beziehung, was ist da schiefgelaufen? Naja, da ist einiges schiefgelaufen an diesem Abend. Dieser Abend, der eigentlich ein super Abend eines jungen Ehepaars hätte werden sollen, der ist in einer Katastrophe geendet. Also ich erzähle euch jetzt nicht, was noch alles passiert ist, weil das ist alles nicht erbaulich. Ich will jetzt zum Erbaulichen dann langsam kommen. Okay, Kleinigkeiten, ihr Lieben, Kleinigkeiten ruinieren Beziehungen. Jetzt lasst uns mal einen ganz kurzen Ausflug machen in Richtung Jakobus, Jakobus Kapitel 3. Bevor wir dann, könnt ihr vielleicht, wenn ihr wollt, euch merken, zum Matthäus-Evangelium Kapitel 22 gehen. Da ist die Rede von einem Abendmahl, von einem Hochzeitsmahl, einem königlichen Hochzeitsmahl. Fand ich ganz interessant. Wir sprechen gerade von einem König und seiner Prinzessin. Und Jesus spricht dann von einem königlichen Hochzeitsmahl und ich auch, aber das ist mir erst hinterher gekommen, dass ja das eigentlich jetzt zusammenpasst irgendwie. Ja. Königliches Hochzeitsmahl, ihr wisst schon, und König und Prinzessin beim Weinberg reparieren. Okay, Jakobus Kapitel 3 und ich lese mal ab Vers, damit es nicht so lang dauert, ab Vers 17. Da geht es um das Mundwerk, um die Zunge. Jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel und der kriechenden Tiere als auch der Seetiere wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Also du kannst Delfine dazu abrichten, dass sie durch Reifen hüpfen, du kannst Löwen dazu abrichten, kannst alles Mögliche machen.
Funktioniert alles, kann man machen. Vers 8. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Also sie ist eine Giftschlange. Deswegen hat Gott ihr auch eine Höhle zugewiesen und Gitterstäbe davor, das sind deine Zähne, dass er nach Möglichkeit nur ab und zu rauskommt und ihr Gift verspritzt. Vers 9. Mit ihr, der Zunge, diesem wilden Tier, preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Wohlgemerkt, hier ist nicht die Rede von Menschen, die sich benehmen wie der Teufel, nach dem Bild des Teufels geschaffen sind sozusagen, solche gibt es ja auch, sondern hier geht es um gute Leute, hier geht es um Leute, die Jesusmäßig leben und trotzdem werden sie von anderen Christen verurteilt. Das ist dem Jakobus, dem Pastor der Gemeinde in Jerusalem, dem Halbbruder von Jesus, aufgefallen. Mit ihr, mit der Zunge, preisen wir den Herrn und Vater, mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Vers 10, aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, meine Geschwister, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Also hallo, Säure und Zuckerwasser, Essig und Zuckerwasser kommen doch nicht aus derselben Quelle. Das sollte nicht so sein. Kann etwa meine Brüder einen Feigenbaum Oliven hervorbringen oder einen Weinstock Feigen? Nein, kann er nicht. Auch kann salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen. Na, eine Essigquelle, die kann kein Zuckerwasser, kein Cola und so hervorbringen. Was mir aufgefallen ist, mit dem Hintergrundwissen, schlagen wir jetzt auf zur Matthäus 22. Was mir aufgefallen ist, sage ich euch gleich, dass bei Paaren es so zu sein scheint, bei Ehepaaren, die schon länger miteinander verheiratet sind und bei Jungen ganz genauso, vor allem in den ersten beiden Jahren, da stellen sich die Weichen, Beziehungen haben eine Grundstimmung. Und zwar ist sie entweder positiv oder sie ist negativ. Entweder sie macht die beiden glücklicher miteinander oder die leben nebeneinander her oder sie sind sich sogar feindlich, sie sind sogar unglücklich miteinander. Okay, so die Frage ist jetzt, wie würdest du das Großteil deiner Beziehungen, die du hast, Ehe, Beziehung zu Kindern, Beziehung zu Eltern, Beziehung zu Mitarbeitern auf der Arbeit beschreiben? Ist die Grundstimmung positiv oder ist die Grundstimmung negativ? Wenn sie negativ ist, und bei vielen von uns ist sie negativ, sonst würde ich die Botschaft heute nicht predigen sollen, vom Herrn aus, müssen wir uns fragen, wie es das gibt. Also zunächst einmal hat der Mund viel damit zu tun. Süße Quelle, bittere Quelle, alles klar. Du kannst den Mund von anderen Leuten nicht kontrollieren, aber deinen eigenen. Einigermaßen. Du kannst immer wieder mal die Klappe halten. Amen. Okay. Wäre vielleicht besser gewesen für Sulamit und Salomo, wenn sie auch ein bisschen die Klappe gehalten hätten, dann wären vielleicht noch gute Sachen passiert in jeder Nacht. Aber stattdessen haben sie Weinberge nicht ruiniert, sondern versucht zu reparieren. Eieiei, zwei Liebhaber in der Nacht versuchen Weinberge zu reparieren. Fangt uns die kleinen Füchse. Sulamit war also ganz, ganz betroffen. Die kleinen Füchse, die machen uns die Weinberge kaputt. Die kleinen Füchse, was sind die kleinen Füchse? Die kleinen Füchse, ihr Lieben, das sind unvorsichtige Bemerkungen. Oder ich drücke es mal anders aus, nicht nur Bemerkungen, sondern es ist ein Verhalten, das den anderen entweder ignoriert oder abweist. Beispiel, weil es immer besser funktioniert. Jemand geht mit seiner Frau in der großen Stadt spazieren, zwei Landeier gehen in der großen Stadt spazieren. Und sie sehen Sachen, die sie noch nie vorher gesehen haben. Sportwagen, Rolls-Royces und lauter so Sachen. Uniformierte Männer in Gala-Uniform vor teuren Hotels, die da stehen und wichtig ausschauen und die Tür aufhalten, wenn wichtige Leute rein und rausgehen. Minister so und so oder Filmstar so und so, gibt's alles. Oder mal ein leibhaftiges Fotomodell sehen, überleg mal, beim Fotos machen, was weiß ich, Werbebroschüren erstellen und das ist alles völlig neu für die. Ich weiß, wie sich ein Landei in der großen Stadt fühlt, weil ich mal aus dem Land in die große Stadt München gezogen bin und dort etliche Jahre gewohnt habe. Und dann bin ich umgezogen in die Vereinigten Staaten, große Städte dort erlebt, da war das nochmal ganz anders. Also auch anders, wieder anders als jetzt in Europa.
Nicht völlig anders natürlich, aber ist alles recht interessant. Okay, gut, wir haben also jetzt zwei Landeier, die in die Stadt kommen. Und er sagt zu ihr, Liebling, schau mal. Oder er sagt nicht Liebling, weil das ist verpönt. Er sagt, Frau, schau mal. Schau mal dieses rote Auto an. Das ist so ein Ferrari Testarossa, versteht er, ganz flache Flunder. Na, da kannst du quasi drüber fahren mit dem Fahrrad, dann merkst du überhaupt nicht. Und okay, und jetzt pass auf, wie reagiert sie? Sie hat jetzt vier Möglichkeiten zu reagieren. Sie ignoriert ihn einfach, weil sie sieht einen Rolls-Royce, der sieht viel besser aus. Sie ignoriert ihn also, okay. Was tut es für die Beziehung? Nichts unbedingt, weil wenn du nicht ignoriert werden kannst, dann musst du dringend erwachsen werden. Ja, okay. Seid ihr noch da, ihr Lieben? Okay, alles klar. Ignoriert werden ist in Ordnung, das ist kein großes Thema. Auch nachher, ich bereite uns jetzt vor auf Matthäus Kapitel 22, okay? Auf den großen König, auf Gott. Weil die große Beziehung ist die zwischen dir und Gott. Amen? Okay, alles klar. Also, sie ignoriert ihn. Das ist eine Möglichkeit zu reagieren. Wenn wir uns kurz vorstellen, ich unterbreche mein Gleichnis, um ein anderes Gleichnis zu bringen. Und zwar, jeder Mensch hat im Umgang mit seinen Mitmenschen ein emotionales Konto. Wenn du nett zu Leuten bist und wenn du hilfreich bist, dann zahlst du quasi mit deinen guten Taten auf dieses Konto ein. Wenn du vertrauenswürdig bist, zahlst du ein. Ja, wenn du jemandem einen Gefallen tust, zahlst du ein. Und zum Schluss hast du ein Guthaben bei der anderen Person. Wenn du dann mal die Person ignorierst, dann hebst du ab von deinem Guthaben, aber nur wenig. Relativ wenig. Und wenn genug gute Taten da waren, wenn genug positive Emotionen da waren, positive Affekte da waren, dann macht das nichts aus. Dann macht das der Beziehung nichts aus. Seid ihr noch da? Wenn man aber anders reagiert, und ich komme jetzt gleich drauf, dann hebt man ab. Dann hebt man von diesem emotionalen Konto ab, bis man zum Schluss tief im Minus ist. Und wenn man tief genug im Minus ist, dann ist die Beziehung pleite und bankrott und geliefert und es läuft auf die Trennung hinaus. Okay, gut. So, erste Reaktion. Sie ignoriert ihn, weil sie was anderes sieht. Und er denkt sich, naja, ist nicht so schlimm. Verpasst sie halt was. Ja? Sieht das Auto nicht. Er sagt, zweite Möglichkeit, zu reagieren. Er sagt, Liebling, schau mal dieses rote Auto an, mit diesem schwarzen Pferd in dem gelben Wappen vorne drauf. Ist das nicht ein schönes Auto? Und sie sagt zu ihm, lass mich in Ruhe mit dem langweiligen Auto, ich sehe was viel Besseres als du. Interessiert mich nicht. Was macht sie? Sie ignoriert ihn nicht, sondern sie weist ihn ab. Wie Sula mit dem Weingarten. Lass mich in Ruhe. Was macht sie mit uns, mit ihrem Guthaben? Sinkt runter, richtig? Also sie hebt viel ab, wenn sie so reagiert. Ne? Es funktioniert übrigens auch andersrum. Ich mache jetzt mit ihr weiter. Sie sagt zu ihm, Liebling, schau mal. Ein Rolls-Royce, ein goldener Rolls-Royce mit einem Gitter drumherum und schaut, der Chauffeur passt auf, dass keiner ans Auto hinkommt. Weil es stehen natürlich noch andere Landeier auch um das Auto rum. Ja? Und wie reagiert er? Er sagt, ist ziemlich gut für viele. Das ist eine kleine, positive Reaktion. Und hört mal, pass mal auf, ich sage jetzt eine harte Wahrheit. Oft wird es nicht besser. Es ist oft das Höchste der Gefühle. Er hat dich nicht ignoriert. Er hat dich nicht angebrüllt, lass mich in Ruhe mit dem Quatsch. Können wir uns eh nie leisten. Ja, irgendwie sowas hat er nicht gemacht, sondern er hat versucht, pass mal auf, positiven Affekt auszulösen. Positiver Affekt bedeutet ein positives Gefühl. Nicht viel, gerade so ein bisschen was. Weil alles andere ist zu anstrengend. Ja, wer sagt da ja? Ich habe gerade ja gehört. Gut, preis dem Herrn.
Er kann natürlich auch noch ganz anders reagieren. Oder machen wir es wieder andersrum. Jetzt ist sie mal die Gute, weil jetzt kommt eine gute Reaktion. Okay, er sagt also wieder zu ihr, Liebling, schau mal, da ist ein Auto, das ist so flach wie eine Flunder und es ist rot und es schaut prima aus. Und hast du schon was? Oh, hör mal den Motor, blubberdi, blubberdi. Boah. Und sie sagt zu ihm, Liebling, ist das nicht ein schönes Auto? Lass uns unser Haus verkaufen, wir kaufen uns auch so ein Auto. Setzen wir uns rein und dann fahren wir miteinander in den Sonnenuntergang auf der Autobahn, so schnell wie es geht, Liebling, machen wir. Er weiß natürlich, sie träumt nur mit ihm, aber es ist so schön, schau, warum? Weil sie sich vollkommen hier hineinsteigert in sein positives Erlebnis. Seid ihr noch da? Es ist ein starker positiver Affekt, nennt man das als Psychologe. Aber ich bin kein Psychologe, okay? Ich habe nur ein psychologisches Buch gelesen, damit ich so reden kann, als ob. In Wirklichkeit bin ich ein Pastor, okay? Alles klar. Ich arbeite nur aufs Wort Gottes jetzt hin, damit wir klar sehen und wissen, was Sache ist. Er sagt also, und er denkt sich, oh Liebling, würdest du das wirklich machen? Und sie sagt, mein Salomo! Ja? Und er sagt, meine Sulamit. Und sie sagt, sie redet weiter und dann fahren wir miteinander über die Autobahn und fahren und irgendwann fahren wir dann rechts ran und dann schauen wir uns tief in die Augen. Okay, was hat sie gemacht? Sie hat positive Gefühle ausgelöst. Sie hat sich ihm völlig zugewendet, funktioniert auch andersrum. Er hätte sich auch ihr völlig zuwenden können und hätte ihre Freude, ihre positive Emotion verstärken können. Und es hätte ihm wahrscheinlich gar nicht so viel gekostet. Mann, ist es still, es ist zu leise, Leute. Sag mal, sag einfach Amen, wenn sowas kommt, dann merkt es keiner. Wie das ist, brauche ich. Thomas hat seine Gitarre schon wieder mitgenommen. Okay, gut. Also ignorieren, das ist eine Wegwendung vom anderen, du hebst vom Beziehungskonto ab. Den anderen abweisen, dass sie sich gegen den wenden, du ziehst viel ab von deinem emotionalen Konto. Zur Kenntnis nehmen, Zuwendung geben, das ist manchmal das Höchste der Gefühle und ich würde uns vorschlagen, dass wir in unseren normalen Beziehungen ganz grundsätzlich zufrieden sind mit einer Anerkennung, mit einer positiven Anerkennung. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Schon gleich gar nicht bei uns in unserem Land und in unserer Weltgegend, wo emotional eigentlich meistens Winter herrscht, okay, wo die Leute dick verpackt sind in ihre emotionalen Panzer, wo man sich nicht so in die Karten schauen lässt, wie man jetzt wirklich denkt und so. Also wenn jemand dich anerkennt und dir zulächelt, gestern war ich wieder beim Tontaubenschießen, habe mich eine Stunde verdrückt, ja. Und nur was Tontauben sind, Scheiben, rote Scheiben aus Ton, die fliegen nicht, die leben nicht, nix. Okay, da habe ich mit einer Schrotflinte drauf geschossen. Nicht nur ich, sondern viele andere auch noch. Und ich habe 12 von 15 getroffen. Halleluja. Deshalb, hey, hallo. Positive Emotion, merkt ihr das? Ihr habt das gerade auf mein emotionales Gehaltskonto bei euch eingezahlt. Ihr habt was richtig gemacht. Hey, wir machen Fortschritte hier. Aber es hat auf dem Schießstand hat es keiner gemerkt. Ich musste das laut sagen. 12 von 15. Ja, und dann waren andere mit mir. Da will er dazuschauen. Ja. Aber es gab es auch schon. Ich habe das schon mal gesehen. Ich habe schon mal 14 von 15 getroffen. Ist jetzt egal. Ist nicht wichtig. Positive Emotion. Wenn du kommst, schau. Dann kann es sein, dass niemand Hallo sagt zu dir, kein Mensch. Wenn es dann jemand macht, weißt du, was das dann ist für dich? Balsam auf die Seele. Stimmt oder stimmt? Okay, was sagt uns das? Dass wir, also ich mache sowas testweise manchmal, ich gehe zu Leuten hin und schaue, wie die reagieren. Ich reagiere gar nicht. Und wenn die dann reagieren, dann reagiere ich natürlich auch. Aber eigentlich ist das verkehrt, eigentlich sollte ich das nicht machen, sondern ich sollte das anders machen. Wenn ich eine Truppe treffe, die mich nicht grüßt, sollte ich sagen, Hallo miteinander, ja? Ich umarme euch. Also das wäre jetzt vielleicht wieder übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Jetzt mal, irgendwie sowas. Das muss reichen oft. Das langt. In unserer Weltgegend langt das. Stimmt das? Hey, du kannst nicht erwarten, dass alle immer begeistert sind von dir und jubeln. Ein rotes Auto. Supi. Das ist doch Quatsch. Das ist doch übertrieben.
Okay? Das können wir nicht erwarten. Also, aber jetzt, wo du das weißt, kannst du mit anderen Leuten reifer, biblischer, sag ich jetzt mal, umgehen. Denk dran, fangt uns die kleinen Füchse. Fangt uns die Füchse, und dann verdeutlicht Sulamitas oder erklärt Sulamitas noch deutlicher, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse. Es sind diese oder dieses Ignorieren, was eine Beziehung, die Grundstimmung einer Beziehung positiv oder negativ auflädt. Und sofern du es in der Hand hast, solltest du, hör mal, okay, wenn du dich einen Christen schimpfst, da bestrebt sein, eine positive Grundstimmung in deine Beziehung hineinzubringen. Ja, weil, wie komme ich drauf? Ich habe diese Woche entsetzliche, furchtbare Dinge gehört, sind mir gesagt worden von betroffenen Leuten, die erlebt haben, wie Beziehungen ruiniert worden sind durch Idiotie bis zum geht nicht mehr. Okay, kann ich natürlich nicht drüber reden, habe ich gar nicht vor, aber ich spreche aus dem Wort Gottes heraus über diese Sachen. So, jetzt weißt du das. Wenn jemand was von dir will, deine Frau, dein Mann, dann reagier drauf. Ignoriere die Person nicht und sei nicht immer grundsätzlich gleich mit dem negativen Affekt unterwegs. Ja? Wenn ein Mann dich um die Taille fasst, dann mach nicht so und lauf davon oder so. Es ist eine Kleinigkeit, es ist ein kleiner Fuchs, der an der Wurzel des Weinstocks, eures Weinstocks, der da ja berauschende Getränke produzieren soll, sag ich jetzt mal, nagt. Und wenn es lang genug eben so ist, dass entweder nichts kommt oder ein negativer Affekt ausgelöst wird, ja, dann wird diese Beziehung brüchiger und brüchiger, und zum Schluss gibt es echte, ernsthafte Probleme. Zum Schluss geht das Ganze auseinander, sagen wir es mal so. Okay. Also erstens ignorieren, zweitens abweisen oder immerhin zur Kenntnis nehmen oder enthusiastisch reagieren. Wenn dein Mann oder deine Frau mal enthusiastisch reagiert, dein Mitarbeiter sich freut über deinen Erfolg, und dann ist es ein Feiertag. Dann ist es ein Feiertag, dann ist es ein guter, guter Tag. Amen. Okay, und jetzt müssen wir endlich zu Matthäus 22 kommen. Hat hier jemand das in der Zwischenzeit gefunden? Ich lese das ganze Gleichnis jetzt und versuche, nichts dazu zu sagen. Und dann erkläre ich es. Okay. Matthäus 22, Abvers 1. Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen. Also der hat diese Knechte ausstaffiert, Anzug, Krawatte, geschniegelt, gebügelt, und so sind sie umhergezogen und haben die Leute eingeladen. Und sie wollten nicht kommen. Sie wollten nicht kommen. Sie haben die Boten ignoriert. Davon hat man es heute schon mal. Erinnert ihr euch? Du löst möglicherweise negativen Affekt aus, ein negatives Gefühl bei jemandem aus, wenn du ihn ignorieren tust. Übrigens, weil ich gerade dran denke, bei Ehepaaren, das haben halt so Wissenschaftler, die auch Mathematiker sind, haben da Formeln erarbeitet. Die können mit 90%iger Sicherheit eine Scheidung prophezeien, vorhersagen. Das ist voll der Hammer. Der schreibt Folgendes. Und zwar sagt er, beim Ehepaar ist es so, dass auf 5 positive Affekte ein negativer kommen sollte. Also negativ in dem Sinn, dass entweder ignoriert oder widersprochen wird oder dagegen geredet wird, beziehungsweise halt die Person abgewiesen wird. Die Ratio ist 5:1. Damit du dich in deiner Beziehung wohlfühlst und unter deinen Kollegen wohlfühlst, brauchst du 5 Bejahungen für eine Ablehnung. Wenn das 3:3 werden, 3 positive Affekte zu 3 negativen, fängst an, unglücklich zu werden, und du fängst an, unzufrieden zu werden. Hast du das gehört? Das steht jetzt nicht genau so in der Bibel, aber Professoren und so weiter, die einen Haufen Gelder für diese Dinge verbrauchen, haben das erforscht. Über 40 Jahre mit Tausenden von Paaren. Die haben Gespräche, Streitgespräche aufgenommen und die hinterher analysiert und da Muster drinnen entdeckt und so. Das ist also der Hammer. Und wir erarbeiten uns so etwas Ähnliches aus der Bibel. Also wir stellen fest,
die Boten des Königs werden ignoriert. Um was es hier natürlich geht, ist es Gott, den Vater, der seinem Sohn Jesus eine Hochzeit bereitet, nämlich ihm die Gemeinde Christi zuführt. Wir sind die Braut Christi, das neue Jerusalem, in dem wir wohnen, wird eines Tages die Braut Christi sein. Ja? Darum geht es vordergründig. Aber dieses Gleichnis hat wie so viele noch andere Ebenen auch. Und wir studieren heute die Beziehungsebene, die Beziehung zwischen dem König und seinem Reich. Das ist heute wichtiger, als dass es da jetzt um Jesus und die Gemeinde geht und so. Also wir halten mal fest, wie reagieren die? Sie ignorieren ihn. Sie ignorieren. Ja, König macht ein Hochzeitsmahl. Oh, mir egal. Und der König, der hört es, seine Diener kommen zurück und sagen, wir haben sie alle angesprochen, aber keinen hat es gejuckt. Die haben dich alle ignoriert. Die haben dich alle ignoriert. Überleg dir das mal. Du bist König. Und beim König gibt es ja immer gute Sachen. Und es ist noch dazu ein jüdisches Hochzeitsfest. Es zieht sich über 7 Tage. 7 Tage feiern beim König. Du wirst zum König gerufen, aber nicht in einer Rechtssache, nicht in einer Gerichtssache. Du wirst also nicht angeklagt, du musst dich nicht fürchten, sondern du sollst dich nur gut anziehen, so gut wie es dir halt möglich ist. Und dann sollst du zum König gehen und dich dort verwöhnen lassen. Du sollst an seinem Hochzeitsmahl teilnehmen. Das ist ein Privileg. Und die juckt es nicht. Wer wird gern mal zur Königin von England gehen, wenn sie dich schon einlädt und dort mal zum Abendessen vorbeischauen? Ja, du ein oder andere, ne? Würde mich sogar interessieren, ja? Was ist so eine Königin so am Abend und überhaupt? Okay, jetzt geht's weiter. Wiederum, Vers 4, wiederum sandte er andere Knechte aus. Er hat sich gedacht, naja, sie haben mich ignoriert. Vielleicht lag es an meinen Dienern. Die kamen steif mit Anzug und Krawatte. Ich mache es jetzt anders. Ich schicke jetzt andere Diener aus. Denen sage ich, sie sollen Jeans anziehen und Hawaii-Hemden und locker ankommen. Na, weil es gibt Leute, die stehen mehr auf das Förmliche, Steife. So mit dem Priester hat einen Kragen umgedreht. Oder Bäffchen und schwarzer Talar und so weiter und diese ganzen Sachen. Und dann gibt es andere, die halt andere Leute ansprechen. Und der König sagt also, okay, Johannes den Täufer habe ich gewählt, der hat die Leute geschimpft, Nathanorden gezücht, tut Buße. Und jetzt schicke ich Jesus, der sagt, kommt zu mir, die alle mühselig und beladen seid. Mal schauen, was mehr zieht. Beide haben sie abgelehnt. Naja, und dem König hier im Gleichnis geht es genauso. Ich lese mal weiter. Oh Mann. Wiederum sandte er andere Knechte aus. Das sind jetzt Jeans und Hawaii-Hemden. Und sprach, sagt zu den Eingeladenen, jetzt sagt er auch noch, was sie sagen sollen. Jetzt sagt er, dass sie Werbung machen sollen für die Sache. Na, siehe, mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet. Ihr wollt mal Bratochsen, ihr wollt mal Mastvieh, ihr wollt Freibier, bei mir gibt es Freibier. In anderen Worten, er macht Werbung für seinen Segen, merkt ihr das? Er erwartet noch nicht einmal so sehr, dass sich die allzu sehr für seinen Sohn interessieren und für die Eheschließung hier, sondern er lockt sie vielmehr mit den Segnungen, so wie Gott, der Herr, uns mit Segnungen heute lockt, ja, mit Weisungen. Ich erhöre deine Gebete, bitt mich und ich komme zu dir und ich helfe dir und so weiter und so fort. Diese ganzen Sachen, die bietet der Herr uns jetzt an. Aber eigentlich geht es natürlich um Jesus und seine Braut. Aber der König sagt, nee, wir lassen jetzt mal die Braut weg und Jesus und so, sondern wir konzentrieren uns jetzt mal auf das Predigen von Segnungen. Könnt ihr das sehen? Mein Mastvieh habe ich geschlachtet und es gibt also richtig gut was. Und normalerweise, zumindest wäre das in Deutschland der Fall, Freibier zieht immer. Ich sage das deswegen, weil ich mal auf der Straße da stand, vor dem Gemeindegebäude und jemanden eingeladen habe. Kommen Sie mit rein in den Gottesdienst. Und der schaut mich groß an und sagt, gibt es Freibier? Ich habe mir gedacht, ja genau. Matthäus Kapitel 22. Na, gibt es Freibier. Mein Mastvieh habe ich geschlachtet. Ne? Bockbier, wenn es Bockbier gibt, dann komme ich. Du, wir sind hier nicht welchem Bockbier, wir sind hier nicht welchem Bock, sondern welchem den Schafen. Ja, und wisst ihr, der kam mir vor wie ein Bock ohne Hirten. Naja, ich muss weiterlesen hier. Siehe, mein Mahl habe ich bereitet und meine Ochsen und mein Mastvieh geschlachtet. Alles ist bereitet. Kommt zur Hochzeit. Jetzt möchten wir doch meinen, jetzt geht's und jetzt kommen sie, jetzt strömen sie. Sie aber, Vers 5, kümmerten sich nicht darum. Bedeutet, er hat wieder Reaktion ignorieren bekommen.
Sie haben ihn wieder ignoriert. Aber das ist diesmal nicht alles. Jetzt pass mal auf, was Jesus noch sagt. Und gingen weg. Der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Vers 6. Die übrigen aber, die gerade nichts zu tun hatten, die ergriffen seine Knechte, misshandelten sie und töteten sie. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein gewaltmäßiges Abweisen, Abwenden von Gott. Oder Abwenden vom König, Abwenden vom anderen. Seht ihr das? Das ist jetzt nicht nur ignorieren, sondern das ist, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Und nicht nur das, da kommt sogar zu Schlägen. Sie watscht ihn und er ist auch nicht freundlich zu ihr. Was passiert da? Nicht nur das, schau, sondern es geht weiter. Die töten seine Knechte sogar. In anderen Worten, die ruinieren denen die Existenz. Da gibt es irgendwelche Dinge, die nichts anderes zu tun haben. Die andere Leute anschwärzen, weil sie die falsche Meinung haben scheinbar. Und dann versuchen sie, deren Existenz zu vernichten. Und das, wenn du mit dem Falschen probierst, zum Beispiel mit jemandem, auf dessen Seite Gott ist, dann hast du echt schlechte Karten. Denn wie heißt es im Römerbrief Kapitel 8, irgendwo hinten im Kapitel? Da heißt es, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Ja, ich bereite dir, sagt der Herr, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, sagt der Herr. Also wenn du dich mit dem Falschen anlegst, dann denk an Paulus, den hat es vom hohen Ross runtergehauen. Der hat nicht mehr sehen können, der war verblitzt, der war gelähmt, den muss man in der Hand führen. Gott hat mal ganz kurz die Existenz von Saul von Tarsus ruiniert, vollkommen. So wie er die Existenz von anderen ruiniert hat. So, ich würde mal sagen, immer Vorsicht in der Porzellankiste. Ne? Und das bedenken die nicht, dass sie sich hier mit dem Falschen anlegen. Die misshandeln die Boten. Ja, die sind ihnen einfach nicht gut genug oder ihre Art gefällt ihnen nicht oder was auch immer. Und dann töten sie die auch noch. Aber sie machen das mit den Knechten des Königs. Sag mal, wie blöd kann man sein? Ja, mit der Autorität im Land sich so anzulegen, grundlos. Der will dich segnen und du verfluchst ihn dafür? Furchtbare Sache. So, was passiert? Wie reagiert jetzt der König? Und was ist die Reaktion, die du erwarten kannst, wenn du dich so aufführst? Okay, wenn du also wieder mal wütest wie die Axt im Wald als Chef, weil du kannst es ja. Weißt du, was passieren wird? Ich sage dir mal eines. Wenn du einen entsprechenden Ruf hast, ja, du bist zwar lautstark, aber nicht unbedingt nicht unbedingt ein Leistungsträger, du bist einer von den Ersten, die in der Rezession dann gehen müssen. Ja? Da werden die behalten, die positive Emotion verbreiten, die positive Affekte verbreiten. Jetzt brauche ich mir direkt jemanden, der im Hintergrund hier dam, 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 diese Akkorde spielt, so wie man das in schwarzamerikanischen Gemeinden macht. Aber wir fangen da heute nicht damit an. Okay. Was macht jetzt der König? Der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus. Jetzt kommt er nicht mehr mit der Einladung, sondern jetzt kommt er plötzlich mit der Polizei. Es ist ja auch richtig, sag mal jemand Amen. Kannst du hier nicht anfangen, Leute umzubringen und hinterher sagt der König bloß, der grinst da nur senil oder was? Das kann ja wohl nicht sein. Sondern der haut dann mal ordentlich auf den Seier. Und er brachte jene Mörder um und er steckte ihre Stadt in Brand. So, wir haben jetzt also zweimal die verkehrte Reaktion. Einmal ignorieren und einmal sich dagegen wenden. Und es ruiniert die Beziehung zwischen dem König und seinen Leuten. Und es ruiniert die Beziehung zwischen dir und den Leuten, die dir wichtig sind, deinen Untergebenen oder deiner Familie, wenn du zu oft dich aufführst wie die Axt im Wald und zu wenig positive Affekte verströmst. Okay, oder auslösen tust. Schau, die Sache ist die, man wird dir, und du weißt da nicht warum, aber man wird dir aus dem Weg gehen. Okay, man wird nicht genau wissen, was man mit dir machen soll. Du bist jetzt nicht derjenige, um den man sich herum wohlfühlt, weil irgendwie nichts Erbauliches aus dir herauskommt. Sondern meistens sind es negative Sachen und meistens sind es irgendwelche kritischen und abweisenden Sachen. Man lässt dich dann in Ruhe, man meidet dich dann. Wenn du das willst, okay. Wenn du aber ein bisschen Geselligkeit erleben willst hin und wieder, dann musst du dich darauf trainieren, positive Affekte in anderen Leuten auszulösen. Danke für das Donner der Armen da hinten. Halleluja. Okay, so ist es. Und jetzt lasst uns mal schauen, wie der König weiter reagiert. Also wir halten mal fest. Er hat die eigentlich Geladenen, die Privilegierten, die bevorrechtigte Gruppe, die hat er abgeräumt. Die hat er ins Gefängnis gebracht oder er hat sie sogar töten lassen, weil sie ja selber Totschläger waren. In anderen Worten, er hat eine Trennung herbeigeführt zwischen den Leuten, die ihn nicht leiden konnten und sich. Aber so ein König ohne Volk ist ja nichts.
Und er hat ja noch immer diese ganzen Segnungen. Er hat ja noch immer eine Hochzeit vorbereitet und er hat ja immer noch viele Sachen zum Verschenken und zum Austeilen. Er will ja sein Volk glücklich machen. Es ist ja ein guter König. Was macht er jetzt also? Er bringt die überlebenden Knechte herein und er sagt, jetzt passt mal auf. Jetzt schicke ich euch nicht mehr zu den Geladenen, sondern jetzt geht raus auf die Straßen und ladet alle ein, die kommen wollen. Alle Willigen können kommen zum König, zum Abendessen. Alle Willigen, sag mal Willigen. Schau, das ist die Sache. Gott nimmt dich, egal wer du bist, solange du willig bist. Ich muss weiterlesen, ich greife mir in meiner Begeisterung vor. Da heißt es nämlich in Vers 8, ich lese mal Vers 8. Da sagte er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. Er hat sich von denen getrennt. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele ihr immer finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Kommen natürlich auch nicht alle. Auch da ignorieren viele die Boten und vielleicht misshandeln sie sogar manche. Aber es gibt massenweise Willige und alle, die willig sind, sagen wir nochmal willig, die dürfen kommen, die dürfen zu Gott kommen. Jetzt sind wir wieder auf der eigentlichen Ebene des Gleichnisses. Gott sagt, hey, ich habe hier Segnungen vorbereitet für dich, ewiges Leben und Leben in Fülle. Und jetzt komm zu mir, jeder darf kommen. Und jene Knechte gingen hin auf die Landstraßen, Vers 10, und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse wie gute. Der König hat keinen Unterschied mehr gemacht, böse wie gute. Haben kommen dürfen. Finde ich interessant. Das Herz des Königs ist immer noch offen für Beziehungen. Und er lässt sogar die Bösen kommen. Und die Bösen denken sich, okay, das letzte Mal, als ich zum König sollte, da wurde ich zu einer Haftstrafe verurteilt. Und jetzt soll ich wieder zum König und soll mich bei dem hier an den Köstlichkeiten der Tafel gütlich tun? Das ist mal interessant. So, diese Bösen, das sind die können es irgendwie noch nicht so ganz fassen, okay? Sie denken sich, allzu gut, okay. Sie sagen zu den Dienern, okay. Und dann kommen sie. Und dann sind sie in der Tafel, dann sind sie in der Festhalle und sie sehen, wie alles aufgefahren wird. Sie sehen die Diener des Königs so ähnlich wie beim Traumschiff am Ende. Wer hat schon mal Traumschiff gesehen? Okay, zwei oder drei, alles klar. Die anderen, ihr wisst nicht, was es ist, macht nichts. Ja, wird immer eine Gala aufgefahren. Die sehen, aber die sind immer noch vorsichtig. Sie trauen dem Ganzen noch nicht so richtig. Aber sie haben in den Boten des Königs einen positiven Affekt ausgelöst. Ja, sie sagen, sagt, okay, wir kommen. Und als der König das gehört hat, dann haben sie kommen dürfen. Und jetzt haben sie sich ausstaffiert. Schau, jetzt haben sie sich das Beste angezogen, was diese bösen Wichte halt so hatten. Ja? Wahrscheinlich so Seidenhemden mit Rüschen dran, 20 Goldketten, Hemd offen bis zum Nabel, ja? Schlaghosen, ihr wisst schon, und das war halt für die das Beste, was sie hatten, und so sind sie da gekommen. Haben immer noch verwegen ausgesehen, aber sie durften kommen, weil der König hat sie eingeladen, sie durften kommen. Und sie sind gekommen. Und jetzt stehen sie da und können das noch gar nicht so richtig fassen. In ihrem Herzen sagen sie, okay, gut. Sie sind jetzt nicht völlig begeistert dabei, ihr merkt das, aber immerhin. Pass mal auf. Wenn in deiner eigenen Familie, in deiner eigenen Firma genug negative Affekte ausgelöst worden sind und ihr euch distanziert habt voneinander und getrennt habt und es ist alles sehr brüchig, dann kann sein, dass dieser Kollege auf der Arbeit, der ein Strizi ist, von dem jeder weiß, dass er so ein Mafioso-Typ ist, dass der plötzlich für die emotional ausgehungerte Hausfrau oder Kollegin jetzt hier, Hausfrau ist er natürlich nicht, aber nebenberuflich, okay, dass er auf den einsteigt, dass sie weiß, der taucht nichts, aber sie öffnet ihr Herz trotzdem für den. So wie die Bösen zum König kommen durften, so kann es sein, dass sich da was tut, wenn da zu viel negativer Affekt in deinen engsten Beziehungen vorherrscht. Leute, merkt ihr, wie wichtig das ist, immer wieder mal was Gutes zu sagen oder was Nettes zu sagen, zum anderen oder mal was zu tun, was dem gefällt. Da hat jemand Amen gesagt? Okay, gut. Oh, gut. Und dann gibt es noch die anderen. Wo bin ich? Ich bin in Vers, was habe ich gesagt? 10 vorhin. Böse dürften kommen wie Gute. Und die Guten, die sind natürlich begeistert.
Frau, Mann, wir dürfen zum König, zum König, ja, zum König, zum König, wir dürfen zum König. Und dann ziehen sie sich natürlich an in ihre besten Klamotten und gehen zum König und sind total begeistert und loben alles überschwänglich und sind verblitzt von der Schönheit der Braut natürlich, weil die ist die Hauptsache. Und sie sehen mal den König und sie dürfen ihm sogar die Hand schütteln, schau dem König die Hand schütteln, alle diese Sachen. Und der König freut sich, dass sie sich freuen und sie freuen sich, dass der König sich freut und über das ganze Gute, das ihnen widerfährt, starker positiver Affekt. Der König zahlt ein auf das Konto seiner Leute und seine Leute zahlen ein auf das Konto des Königs. Und er denkt sich, gut, ich regiere hier nicht nur Schurken und Schufte und Mörder und Gleichgültige, sondern es gibt noch Leute, die mich mögen und die meiner würdig sind und die ich lieben kann. So sehen wir das. Merkt ihr das anhand dieses Gleichnisses? Okay, das ist also wunderbar. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen und das ist im Herzen des Königs, hat es gut getan. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, das müssen wir auch noch besprechen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. In anderen Worten, da war einer von den ursprünglich Geladenen, denen es egal war oder die sich gedacht haben, für König, ja, was will ich bei dem? Ausbeuter, den mag ich nicht. Plötzlich kam einer doch an. Aber der hat sich nicht der Sache entsprechend angezogen. Der war nämlich in Wirklichkeit kein Williger, ja, der den König segnen wollte und am Segen des Königs teilhaben wollte, sondern der wollte einfach nur mal schauen. Der hat vollkommen ignoriert, dass es hier um eine Hochzeit geht. Der hatte kein Hochzeitskleid an. Also Hochzeitskleid in dem Sinn, dass er sich nicht entsprechend angezogen hat für die Situation passend. Und so kam er da rein, hat wahrscheinlich ja, ein Gesicht gemacht, schaut viel besser aus, als es schmeckt, lasst es euch sagen. Ja, und verspritzt wird er sein Gift. Aber der König sieht es auch. Und der König sagt, geh mal her zu mir. Und er sagt, was ist mit dir los? Du bist ja überhaupt nicht dem Anlass angemessen gekleidet. So in anderen Worten, du spuckst mir hier quasi ins Gesicht, ja, mit deinem Aufzug, mit deinem ganzen Gehabe, mit deinem Tun. Du löst einen negativen Affekt in mir aus, machst mir schlechte Gefühle. Es ist heute nicht der Tag für schlechte Gefühle. Und dann lässt er den Mann binden und rausschmeißen. So, also, wenn du dich Gott näherst, ich sage es jetzt mal so, dann musst du dich ihm würdig nähern. Okay? Dann musst du sagen, hey, ich will, was du hast und ich bin interessiert an einer Beziehung zu dir. Du kannst nicht kommen und einfach nur das gebratene Wildschwein essen, ja, und die Rehkeule und die Lammkeule und das ganze Zeug sich bedienen an seinen Segnungen und von ihm nichts wissen wollen. Du kannst kein Absahner sein, sondern du musst auf ihn eingehen, damit diese ganzen guten Sachen für dich wirklich werden. In anderen Worten, du musst auch, dadurch, dass du Jesus in dein Leben und in dein Herz einlädst und ihm danach folgst, gute Affekte auslösen, um mal im Bild zu bleiben für heute Morgen. Aber wenn du das tust, schau, wenn du Jesus in dein Leben einlädst, dann ziehst du dich quasi der Situation angemessen an und dann lässt der König dich auch mitmachen. Amen. Okay, ich könnte jetzt noch viel mehr sagen, aber ich bin jetzt fertig für heute Morgen. Ich habe noch eine andere Botschaft, die muss ich mal anders predigen zu diesen ganzen Dingen. Wir haben heute mal wichtige Sachen festgestellt. Okay. Vermeid, wenn möglich, die andere Person zu ignorieren, die dir wichtig ist. Oder negative Emotionen auszulösen. Das bewirkt lediglich, dass die Person dich anfängt, dich zu meiden. Okay. Und das ist für dich unbefriedigend. Und für andere auch. Was besser ist, ist immer wieder mal zu sagen und eine positive Grundstimmung reinzubringen, zu versuchen. Oder wenn es geht, halt auch mal enthusiastisch mitzumachen bei dem, was der andere will. Oh Mann, jetzt will sie Weinstöcke reparieren. Ja, dann reparieren wir halt Weinstöcke. Okay, und dann bist du gut drauf. Und dazu musst du dich vielleicht entschließen manchmal. Aber es geht schon, es klappt schon, es funktioniert schon. Und dann, schau, kommst du in ein Fahrwasser hinein, in dem deine Beziehungen ganz grundsätzlich einfach positiv sind. Die Leute begrüßen dich dann, weil sie wissen, von dir kommt was zurück. Oder du begrüßt sie und auf die Art und Weise löst er gute Gefühle ineinander aus. Und das macht das Leben lebenswerter. Amen. So, da können wir jetzt noch ein bisschen drüber nachdenken, aber das machen wir daheim. Ich beschließe jetzt meinen Gottesdienst. Aber nicht ohne dir die Möglichkeit zu geben, dich der Situation angemessen, dem Festbankett der Hochzeit angemessen zu kleiden. Wenn du an der Segenstafel Gottes teilhaben möchtest, wenn du die Braut und den Bräutigam sehen möchtest,
Wenn du den König begrüßen möchtest, dann musst du dich entsprechend anziehen. Und das machst du dadurch, dass du Jesus in dein Leben einlädst. Dann bekommst du von ihm reine, weiße Leinwand der Gerechtigkeit angezogen und dann bist du entsprechend gekleidet. Amen. Okay, so wenn also das jemand möchte, wenn jemand Jesus in sein Leben einladen möchte und die wichtigste Beziehung in seinem Leben in Ordnung bringen will, die Beziehung zu Gott, dann hast du jetzt die Gelegenheit. Lasst uns die Augen miteinander zumachen und betet mir einfach nach. Sagt es mir einfach nach. Sag mit mir, Vater Gott, ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist, dass er am Kreuz von Golgatha für mich geblutet hat, dass er meine Sünden getilgt hat und dass er siegreich von den Toten auferstanden ist. Jesus, sei mein Herr, mach mich neu, gib mir das Hochzeitsgewand. Mach mich würdig. Herr, vergib mir meine Sünden. Und Herr, ich danke dir, dass du mich gehört hast. Ich bin jetzt ein Kind Gottes, würdig in der Gegenwart des Königs zu stehen. Danke, Herr. Amen.